Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Im letzten Part ist wieder mal viel zu viel auf einmal passiert. Wir haben erstmal herausgefunden, dass Elise Stoneham in Wahrheit Misty Fay ist, also die Mutter von Maya und von Mia. Dann gab es noch ein Erdbeben, einfach so, passiert. Dabei ist Edgeworth ohnmächtig geworden und Iris konnte dann kurzzeitig fliehen. Aber jetzt ist sie doch wieder da. Und hier kurz vorm Trainingsraum ist jetzt nicht mehr nur ein Schloss, sondern fünf Schlösser auf einmal, die den Durchgang blockieren. Und wir haben noch beim letzten Mal schon versucht, die Blockaden von Iris zu lösen. Und da haben wir herausgefunden, dass sie an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig war. Ne? Also alles ganz, ganz, ganz normale Sachen, die mal passieren. und wir konnten aber die Blockade, glaube ich, noch nicht ganz brechen von ihr. Ich will mal, aber bevor ich gleich weggehe, ihr mal ganz kurz eine andere Sache präsentieren, die wir jetzt neu bekommen haben, und zwar der Meister-Talisman. Weißt du da was dazu? Nein. Ja, die Schlösser sind im Moment wohl weit wichtiger, meinst du nicht auch? Sie hat recht. Ich muss mit meinen Fragen an sie vorerst warten. Tut mir leid, Herr Wright. Okay. Dann, gehe ich halt erstmal. Weil ich echt glaube, dass wir das noch nicht lösen können. Die Blockaden. So, aber es sind ja jetzt einige neue Dinge passiert. Ja, genau. Und, wir können bestimmt an ein paar Orten dann weitere Sachen finden. Allmählich ergründe ich diesen Fall. Iris wird diese Schlösser bestimmt knacken, also sollte ich mehr Hinweise sammeln. Von Schwester Bikini, Edgeworth, Gumshoe und von Pearls. Stimmt, ja, mit ihr müssen wir auch noch unbedingt reden, weil sie ja einfach so weinend abgehauen ist. Ist das beim Garten irgendwas? Ja, schon. Immer noch Gumshoe vielleicht? Die Polizei durchkämmt noch immer alles. Die sehen ziemlich angespannt aus. Ich wäre auch angespannt. Das muss ein harter Job sein. Ne, Edgeworth, okay. Vor allem, wenn man ständig böse angeschaut wird. Moment, Moment. Wie konnte ich das nur tun? Wow, ich kann nicht fassen, dass ihn das immer noch beschäftigt. Edgeworth? Ja. Und er haut auch einfach ab, oder wie? Hey, lauf ja nicht weg! Ist einfach weggelaufen. Was willst du, Wright? Was ich will? Wenn du gekommen bist, um mich auszulachen, dann lass dich nicht aufhalten. Na los, lass schon. Ich war bereit, ihn zu trösten, aber er ist immer noch der stolze Edgeworth. Du bist doch zurück zur Kriminalabteilung gegangen, stimmt's? Du hast gesagt, du wolltest dir etwas ansehen, was Iris betrifft. Ja. Und dank meines Fundes wurde ich an etwas Schreckliches erinnert. Okay. Dann reden wir mit Edgeworth. So, über die Ermittlungen. Ihr gebt euch ja richtig viel Mühe mit den Ermittlungen hier im Garten, hm? Es besteht eine gute Chance, dass hier der eigentliche Tatort war. Deshalb. Du meinst wegen der blutigen Schriftzüge und des Talismans im Schnee? Genau. Wie du weißt, hätten diese Dinge hier nicht nach dem Mord platziert werden können. Aber du verdächtigst doch nicht etwa Maya, oder? Alle gelten als Verdächtige, Maya und auch Iris. Das ist unser Job, right? Hm, okay. Ich hoffe mal nicht, dass es Maya war. So, das Erdbeben. Ja. Du hast also deine Angst vor Erdbeben immer noch nicht abgelegt? Nein. Glücklicherweise habe ich wenigstens keine Albträume mehr. Aber wenn der Boden nur ganz leichter zittert, ringe ich schon nach Luft. Vor 17 Jahren, als wir noch kleine Schulkinder in der Grundschule waren, war Edgeworth in einen Mord verwickelt. Alles hat mit diesem großen Erdbeben begonnen, von dem das Gericht betroffen war. Jetzt müssen wir das nochmal durchmachen. Ja, ich habe mit meinem Vater, er war Verteidiger, im Fahrstuhl festgesteckt. Genau, das müssen sie halt nochmal erzählen für diejenigen, die die ersten beiden Teile, vor allem den ersten Teil, nicht gespielt haben. Wegen des Sauerstoffmangels verloren wir das Bewusstsein. Da ist es passiert. Ein einziger Schuss hat mein ganzes Leben zerstört. An jenem Tag habe ich alles verloren, nur wegen dieses Erdbebens. Meine Träume, meine Familie und mich selbst. Das ist jetzt mehr als 17 Jahre her. Und jener Fall wurde vor 2 Jahren endlich aufgeklärt, stimmt's? Meinst du, ich wüsste das nicht? Ich war dabei, aber es war so ein Schock. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr täuschen könnte. Tut mir leid, Wright. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht, nachdem du meinetwegen Anwalt geworden bist und mir das Leben gerettet hast. Oh, Edgeworth, du bist stärker, als du denkst. Also Schluss jetzt mit dem Selbstmitleid. Irgendwie sind die beiden echt süß zusammen. So, Iris. Von dem Moment, an dem ich Iris begegnet bin, hat mich etwas an ihr gestört.
Ich hatte das Gefühl, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben. Nein, Moment mal. Nicht irgendwo. Ich hatte das Gefühl, ich hätte sie vor Gericht gesehen. Deshalb bist du zurück zur Kriminalabteilung gegangen, um dir ihre Akte anzusehen. Ja, ich habe mir jeden Fall angesehen, an dem ich jemals gearbeitet habe. Und ich hatte recht. Ich hatte ihr Gesicht bereits vor 6 Jahren gesehen. Ja, vor 6 Jahren. Es war mein erster Fall vor Gericht. Und der war wie mein schlimmster Albtraum. Ja und, wer ist sie? Tut mir leid, Wright. Diese Information darf ich an keine Zivilperson weitergeben. Was? Warum nicht? Es könnte ein wichtiges Puzzlestück zur Lösung dieses Falls sein. Die Frau, die ich erkannt habe, war die Tochter eines Juweliers. Sie hatte nichts mit Iris oder dem Hatsakura-Tempel zu tun. Und der Fall erst recht nicht. Nein, diese Frau steht in keinerlei Zusammenhang mit diesem Mord. Bist du dir da so sicher? Keinerlei Zusammenhang, aber ich meine, wir haben alleine schon den Zusammenhang, dass das hier derselbe Tatort wie damals ist. Das ist ein großer Zusammenhang zum Beispiel, Edgeworth. Ja, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen. Oder er will es nicht zugeben, aus irgendwelchen Gründen. Aber es gibt einen Zusammenhang. Du irrst dich, Edgeworth. Sie steht sogar im engsten Zusammenhang mit dem Fall. Ich muss Edgeworth einweihen. Ich muss ihm die Verbindung zwischen Iris und der anderen Frau erklären. Ah, interessant, okay, ich muss es ihm präsentieren. Warte mal kurz, habe ich jetzt die andere Frau, wer das wohl sein mag, als Profil bekommen, habe ich nicht, ne? Nee. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da schon so direkt was habe. Also muss ich jetzt die Karte einfach zeigen? Oder doch was anderes? Ist das hier? Nee. Weil ich meine, über Dahlia habe ich ja jetzt hier in den Beweisen noch gar nichts, oder? Das stimmt ja. Oder doch? Ich glaube nicht, ne? Aber ich kann mal, das würde mich mal interessieren. Ich mache mal die Karte, weil wie gesagt, das ist ja dieselbe im Prinzip wie auch damals, weil es auch derselbe Schauplatz ist. Sagt er da irgendwas? Was hältst du davon? Nein. Aber das hat ja jetzt... Ja, vielleicht geht es jetzt auch noch nicht. Das kann schon sein, weil wie gesagt, über Dahlia habe ich ja jetzt irgendwie noch gar nichts in meinen Beweisen. In den aktuellen Beweisen. Ich mache nochmal die Zeitschrift, weil da Iris zu sehen ist. Nee. Ja, warte mal, ich will mal trotzdem kurz Profile vielleicht mal machen. Iris selber oder so? Nee. Iris wurde anscheinend schon als Kind von den Schwestern aufgenommen. Wir wissen nicht viel über sie und durchforsten deshalb jetzt ihre Vergangenheit. Da fällt mir ein. Edgeworth ist doch zur Kriminalabteilung. Ja, das wissen wir schon. Ich sollte ihn fragen, was er herausgefunden hat. Oder geht das jetzt doch? Habe ich das jetzt freigespielt, das Gespräch? Nee, habe ich nicht. Ja, wie mache ich das? Also das würde mich jetzt am meisten interessieren. Aber so richtig einen Beweis habe ich da ja nicht dafür. Vielleicht geht das wirklich erst später. Das kann schon sein. Aber ich kann mal noch vielleicht... Ja, das ist halt jetzt kein Zusammenhang, aber es ist halt was ganz anderes wieder. Den Meister-Talisman ihm zeigen. Nee, sagt aber nichts. Okay, dann werde ich erstmal gehen. Weil ich irgendwas brauche... Womit ich auf Dahlia schließen kann. Obwohl ich ja immer noch nicht weiß, wie jetzt der genaue Zusammenhang zwischen Dahlia und Iris ist. Weil Dahlia eigentlich im Gefängnis sein sollte, ne? Also, keine Ahnung, ob die hier angeblich doch irgendwie rumläuft oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Aber wie gesagt, es gibt noch mehr als genug für uns zu tun. Wir wollen eben noch mit Bikini auf jeden Fall reden, mit Pearls unbedingt. Also wir haben noch einiges zu tun und zu erkunden. So, hier an der Brücke, ist da irgendwas? Schon seltsam, dass auf einmal niemand mehr hier ist. Ganz schön still hier oben in den Bergen, wenn man ganz alleine ist. Tja, was soll's. Ich sollte mir diese Hütte ansehen, zu der dieser Pfad führt. Vielleicht treffe ich ja dort Larry beim Schmollen. Toll, mehr Larry. Das freut mich natürlich auch voll. Na gut, machen wir das mal. So. Vielleicht hat ja er auch noch ein paar nützliche Infos. Nee, Pearl. Okay, Pearl freue ich mich mehr als Larry. Cool. Oh, Herr Nick. Pearls, was machst du denn hier? Nichts. Was ist mit der mystischen Maya? Ist sie wohl auf? Nun, das wissen wir noch nicht. Oh, verstehe. Oh nein, er ist auch da. Hey, was hast du denn hier verloren, Nick? Larry. Das ist die Hütte der Verlierer, wo sich Verlierer treffen, um sie zu verlieren. Das ist die... Was? Hey, das Versagen des anderen tröstet uns gegenseitig, okay? Hast du ein Problem damit? Sehen Sie, Herr Nick. Herr Louise hat mich gemalt. Das ist, toll, Pearls. Wir werden jetzt Feuerholz sammeln. Wir werden einige halb verrottete Kartoffeln auf dem Lagerfeuer garen.
Geh uns bloß aus dem Weg. Unfassbar. Wenn er sich nur einmal mit diesem Eifer um seine Zukunft kümmern würde. Keiner glaubt mir noch ein einziges Wort, das ich sage. Hör mir zu, Pearl. Du solltest so einem Kerl nicht trauen. Er wird dich nur im Stich lassen. Oh, mystische Maya. Oh, okay, aber ich kann mit Pearl reden. So, was ist denn los, Pearl? Luis, ernsthaft? Darüber willst du reden, Phoenix? Na gut. Larry, möchtest du mir etwas zu diesem Bild sagen? Hey, ich hab dir nichts zu sagen, Nick. Ich lebe jetzt hier mit Pearl. Zwei Verlierer, die ewig Kartoffeln kochen. Was soll ich bloß mit ihm machen? Na schön. Was hältst du von diesem Bild, Pearl? Also okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass wir über das Bild sprechen würden, was er von ihr gemalt hat. Aber es ist doch halt das eine mit der fliegenden Frau. Ich meine, es ist richtig gut gezeichnet. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Deswegen finde ich es echt erstaunlich. Siehst du? Jemand weiß es zu schätzen. Die Flammen muss man erstmal so hinbekommen. Das soll Schwester Iris sein, die durch die Luft fliegt, stimmt's? Ich liebe es. Es ist wie ein Traum. Eine wunderbare Fantasie. Nein, das war kein Traum. Sie ist wirklich geflogen. Ich sag dir, Iris ist an jedem Abend wirklich geflogen. Aber Herr Loris? Nicht du auch noch. Sieh mich bitte nicht so an, Pearl. Sieh mich nicht so an, als wäre ich irgend so ein Irrer. Ich flehe dich an. Ich denke, dieses Bild stellt wirklich das dar, was Larry glaubt, gesehen zu haben. Na schön, ich habe schon fast geschlafen, als ich an jenem Abend hier war. Aber nachdem der Blitz eingeschlagen hatte, war ich hellwach. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Es war genauso, wie ich es auf dem Bild gemalt habe. Und es sieht aus, als müsste ich dieses Bild für bare Münze nehmen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das soll, ob ich da Larry wirklich glauben soll bei dem Bild. Also ich würde immer noch am ehesten vermuten, dass halt einfach irgendwo weiter im Hintergrund auf den Klippen, dass da halt eine stand. Vielleicht Iris, vielleicht jemand anderes, keine Ahnung. Und dass er halt deswegen dachte, dass die geflogen wäre oder irgendwie so. Ich hab keine Ahnung. Hey, was soll dieser zweifelnde Ausdruck in deinem Gesicht? So, die Verbrechensnacht. Pearls? Ja, Herr Nick? Ich möchte dich mal zu dem Abend des Mordes befragen. Wo warst du und was genau hast du gemacht, als das alles passiert ist? Ich bin doch nur ein Kind. Ich bin mir sicher, dass es nichts zur Sache tut, was ich gemacht habe, oder Herr Nick? Doch, vielleicht schon. Hat sie jetzt auch Blockaden? Bitte nicht. Tut mir leid, Pearls, aber das ist schon von Bedeutung. Am Abend des Mordes solltest du doch auf Frau Donims Zimmer sein und mit ihr ein Buch lesen. Aber Frau Donim wurde ermordet und du, Pearls, warst beim inneren Tempel. Was genau ist denn nun an jenem Abend passiert, Pearls? Tut mir echt leid, Herr Nick. Nein, auch Pearl. Och Mann, ey. Geht das wieder los? So, hat sie wieder... Ach du, okay. Die sind sogar bei ihr anders... Das ist ja interessant. Anders angeordnet, weil sie halt kleiner ist. Interessant. Ich war ein böses Mädchen. Ich weiß, dass ich bestraft werde. Was hat sie denn gemacht? Was redest du denn da, Pearls? Meine spirituellen Kräfte. Sie sind verschwunden. Was? Ihre Kräfte sind verschwunden? Was? Okay, so, ich bin ja sehr gespannt, was sie angestellt hat. Ob sie wieder nur eine Vase runtergeschmissen hat oder ob es wirklich etwas Schlimmeres war. Verlorene Kräfte? Was meinst du damit, deine Kräfte sind verschwunden, Pearls? Für mich ist alles aus. Ein Medium, das keine Geister beschwören kann, ist wie ein Maler, der nicht malen kann. Hey, warum guckst du mich dabei so an? Pearls, hast du versucht, hier am Hatsakura-Tempel einen Geist zu beschwören? Hast du es versucht, aber nicht geschafft? Gut gemacht, Nick. Du hast sie zum Weinen gebracht. Das war richtig gemein von dir. Genau. Wie ich es mir gedacht hatte. Ich muss ihre psychische Blockade lösen, um an die Wahrheit heranzukommen. Okay, sie kann keine Geister mehr beschwören. Ich würde jetzt mal sehr stark vermuten, dass ich ihre Blockade jetzt auch noch nicht lösen kann, weil das sind 5 Stück immerhin. Ich meine, vielleicht muss ich auch nur 2 Sachen präsentieren und das war schon, das kann schon auch sein. Aber über Pearl habe ich in meinen Beweisen eigentlich noch gar nichts, wo sie war. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was sie so gemacht haben könnte und warum. Deswegen, das werde ich wirklich erstmal lassen. Und dann lasse ich sie jetzt mal weinend zurück, tut mir leid. Aber ich werde dann mal noch mehr erkunden. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht, dann werde ich halt mal versuchen, entweder ihre oder auch Iris Blockaden zu lösen. Ist auch die Frage, welche dann zuerst. Ihre oder die von Iris, also von Pearl oder von Iris halt. Müssen wir noch gucken. Aber erstmal gehe ich jetzt mal anders hin. Ob Schwester Bikini wohl schon zur Haupthalle zurückgegangen ist?
Und Gumshoe habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht trinken sie ja irgendwo zusammen eine Tasse Tee. Ich wette, Gumshoe ist genau Schwester Bikinis Typ. Okay, interessant. Ja, gucken wir doch mal in der Haupthalle nach. Ganz ruhig, was ist los? Nun, wie ist der Schaden? Wie steht es um das heilige Gewölbe? Es hat es wohl überstanden. Aber wir haben jetzt ein größeres Problem. So, wir erzählen ihr alles. Ich habe Schwester Bikini alles darüber erzählt. Über die 5 Schlösser, die verhindert haben, dass wir ins heilige Gewölbe kommen. Aber wer hätte das tun können? Nur die Leute der Kuraner Tradition wissen, wie man die Trickschlösser einstellt. Iris ist jetzt beim heiligen Gewölbe und versucht, sie für uns zu öffnen. Ach ja, da ist etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, Schwester Bikini. Oh, ja, wir hatten ja miteinander geplaudert, nicht wahr? Ja, Sie erzählten mir, wie die Meisterin von Kurain vor 17 Jahren verschwunden ist. Ich möchte wissen, warum Misty Fay plötzlich bei diesem Tempel aufgetaucht ist. Vor etwa einer Woche kam die mystische Elise, also die mystische Misty, hier an. Sie zeigte mir den Talisman, der belegte, dass sie die Meisterin war, und sagte: Jemand versucht, die Hauptfamilie der Kuraner Tradition zu zerstören. Ich bin hier, um das zu verhindern. Jemand hat versucht, die Hauptfamilie zu zerstören? Es gibt immer nur eine Erbin des Titels Meisterin. Für gewöhnlich ist es die Älteste. Das Kind wird die neue Meisterin von Kurain und ihre Töchter sind die Hauptfamilie. Alle anderen Medien werden Zweigfamilienmitglieder, die den Clan nicht führen können. Ja, da haben wir ja schon im zweiten Teil etwas gehört, dass es da schon andere Leute von der Zweigfamilie gab, die das gar nicht toll fanden. Das stimmt. Deswegen hat sich in der gesamten Geschichte des Clans nie etwas geändert. Zweigfamilien konspirieren immer, um die Mitglieder der Hauptfamilie zu töten. Na toll. Ist die Macht der Meisterin dieses Blutvergießen wert? Ja, das ist aber leider die Wahrheit. Wie gesagt, aus dem zweiten Teil haben wir das schon mitbekommen, dass das wirklich so war. So, Beschwörungstechnik. Du glaubst doch an die Technik, oder, Phoenix? Du weißt, es gibt die Kraft. Ja, das weiß ich. Vor 2 Jahren habe ich Maya kennengelernt. Seither konnte ich oftmals sehen, wie sie die Geister der Toten beschworen hat. Beim Fall von Master Mask. Und auch beim Prozess gegen Maggie Bird. Dank Maya steht Mia immer bereit, um mir zu helfen, wenn ich sie brauche. Die Kuraner Technik macht einen großen Unterschied für die Welt, weißt du? Die Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren, das ist echte psychische Kraft. Mitglieder der Tradition waren schon immer da und standen hinter jedem wichtigen Führer. Wer würde solche enormen Fähigkeiten nicht hochachten? Das mag sein, aber mit all dieser Macht und diesem Einfluss hätte ich mehr Reichtum erwartet. Behauptest du etwa, wir wären arm, Phoenix? Wohohohoho, du bist ganz schön direkt. Die Leute glauben nicht mehr daran, verstehst du? Alles wegen eines kleinen Fehlers. Ein Fehler? Was für ein Fehler? Das war vor 17 Jahren. Damals ist alles zusammengebrochen. Okay, jetzt kommt auch der Fall mit Misty wieder, wo sie als Medium her beordert wurde. Nur wegen diesem Vorfall. Diesem Vorfall? Meint sie das, woran ich gerade denken muss? Falls du daran interessiert bist, die Akten dürfte es noch geben, sicher aufbewahrt. Es wurde damals als Fall DL6 bezeichnet. So heißt die Akte. Genau, ja. Der Fall DL6, Boah, das ist so heftig, weil in diesem Fall, den wir jetzt gerade machen, weil da halt wirklich einfach, einfach alles zusammenkommt, was wir schon bisher in den anderen beiden Teilen so gemacht haben. Das ist echt nochmal so eine große Zusammenfassung von allem, irgendwie, dieser Fall hier. Das ist echt cool. Der Fall DL6. Den kenne ich gut. Ich habe vor 2 Jahren einen Fall gehabt, der damit zu tun hatte. Ah, stimmt ja. Du warst damals der Verteidiger. Ein Mord, der vor 17 Jahren verübt wurde. Das war das erste Mal, dass die Polizei in diesem Land ein Medium um Hilfe bat. Der Geist des Opfers sollte beschworen werden, um den Namen des Mörders zu nennen. Und das Medium, das den Geist beschworen hat, war Misty Fay, Mayas Mutter. Die Beschwörung der mystischen Misty brachte den Namen eines bestimmten Mannes an den Tag. Mit diesem Beweis in der Hand sahen sich die Ermittler angespornt, tätig zu werden. Doch jener Mann, er wurde für unschuldig erklärt. Nicht wahr? Das stimmt, das wurde er. Und der Fall blieb ein Rätsel. Anders ausgedrückt, wir haben versagt. Das war der erste Fall, an dem die Kuraner Tradition je offiziell beteiligt war.
Es war in allen Medien. Haha, die Öffentlichkeit, die Justiz, die Kurreiner Bürger. Alle verurteilten sie. Alle sagten, die Kräfte der mystischen Misty seien Betrug. Und dann ist sie einfach verschwunden und alle hielten sie für eine Schwindlerin. Aber ich kenne die Wahrheit. Misty Fays Beschwörung war überhaupt kein Schwindel. Natürlich nicht. Und da du die Wahrheit enthüllt hast, gelingt uns endlich unser Comeback. Nach all den Jahren erholt sich die Kurreiner Tradition endlich wieder. Aber mit einer neuen Meisterin, die die Macht des Clans ausübt. Meint sie etwa Maya? Okay. Familienfehde. Die spirituellen Kräfte der Kurreiner Beschwörungstechnik liegen im Blut. Maya hat mir das auch schon einmal erzählt. Wir, die Frauen der Fey-Familie, waren schon seit jeher Medien, weil uns die Kraft, mit den Geistern zu kommunizieren, praktisch durchströmt. Laut Maya können nur die Frauen in der Familie diese Kraft erben. Die Blutlinie der Hauptfamilie reicht direkt zum mystischen Amy zurück. Aber in jeder neuen Generation wird nur eine Tochter die neue Meisterin. Und die anderen werden zu Zweigfamilien, stimmt's? Mhm. Genau, und das ist immer die Ursache für Tragödien. Könnte man nicht mal die Regel ändern, dass einfach alle Töchter Meisterin werden oder so? Wissen Sie, Maya hat ja auch eine Schwester. Eine ältere Schwester namens Mia. Ach ja, von der habe ich gehört. Was? Sie wissen etwas über Mia? Na klar, sie wurde Anwältin, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist. Und hat dabei ihr Leben verloren. Weißt du, was die mystische Mia gesagt haben soll? Sie sagte, sie sei nicht nur wegen ihrer Mutter Anwältin geworden. Sie wollte auch nicht mit ihrer Schwester um die Führung der Tradition kämpfen. Wirklich? Als sie aufwuchs, hat sie gesehen, was ihrer Mutter Misty passiert ist. Die mystische Mia war es leid, die Rivalität ihrer Mutter und ihrer Tante anzusehen. Stimmt ja. Misty Fay hatte ja auch eine ältere Schwester. Ja, ganz genau. Und da Misty überlegene Kräfte besaß, nahm sie den Platz der Meisterin ein. Ja, und das hat Morgan nämlich gar nicht gefallen. Wie du wissen dürftest, sind die mystische Morgan und die mystische Misty Schwestern. Morgan? Den Namen kenne ich nur zu gut. Ja. Das war vor einem Jahr in Mayas Heimatdorf Kurrein. Sie hat etwas Schreckliches getan, nur damit ihre Tochter die nächste Meisterin wird. Wenn du schon über die Tochter der mystischen Morgan Bescheid weißt, dann wirst du auch erkannt haben, dass Iris... Hä? Iris? Was hat denn Iris mit all dem zu tun? Dass Iris die Tochter der mystischen Morgan ist. Was? Also Pearls Schwester? Was soll Iris sein? Willst du mich veräppeln? Iris soll die Tochter von Morgan Fay sein? Ey, das ist ja so krass. Okay, reden wir auch noch drüber. Haben Sie gerade gesagt, dass Iris die Tochter von Morgan Fay ist? Ups, ich dachte, das wüsstest du schon. Es klang so, als hättest du schon eine der Töchter der mystischen Morgan getroffen. Ja, eine, aber hey, Pearl hat noch nie was von einer Schwester erzählt. Das habe ich. Ich kenne sie sogar sehr gut. Ach, ja, Pearls. Pearl Fay. Aber ich hatte immer geglaubt, sie sei ein Einzelkind. Du machst Witze. Dieses Kind ist die Tochter der mystischen Morgan. Ich hatte keine Ahnung. Hä? Was? Die mystische Morgan. Aber sie sitzt doch jetzt im Gefängnis, oder nicht? Ja. Ja. Seit sie im letzten Jahr als Mittäterin in einem Mordfall überführt wurde. Ja, das habe ich schon häufiger erwähnt, aber ich würde euch ganz stark empfehlen, dass ihr die ersten beiden Teile kennt, weil wir wurden jetzt halt hier gerade hart gespoilert. über den zweiten Fall vor allem, aber auch über den ersten schon teilweise. Das alles geschah, um Pearls als nächste Meisterin zu etablieren. Okay, also, sie, Bikini, sagt uns jetzt, dass Iris ihre Tochter ist. Sie wusste aber nichts von Pearl. Und bei uns ist es andersrum. Wir wissen, dass, also wissen, glauben, hoffen, dass Pearl ihre Tochter ist. Vielleicht ist es auch eine Lüge gewesen. Keine Ahnung. Wir wussten aber nichts von Iris. Okay. Verstehe, dann lag ich die ganze Zeit falsch. Die mystische Morgan hatte also drei Töchter, nicht zwei. Drei? Wo ist denn jetzt die andere wieder? Was? Drei? Zwillingsschwester. Ja, oh, tatsächlich. Ist es wirklich eine Zwillingsschwester? einfach schon das Argument, wo ich schon tausendmal dachte, dass es das sein würde, aber jetzt ist es das doch mal. Tatsächlich, okay. Ja, Iris, deren Zwillingsschwester und die mystische Pearl. Was? Zwillingsschwester?
Ach, wusstest du das nicht? Das alles ist vor 20 Jahren passiert. Nachdem ihre Schwester die Clanführung übernommen hatte, bröckelte Morgans Leben. Die Augen. Wenige Jahre später war der Ruf von Corain so schwer angekratzt wie nie zuvor. Als der Gatte der mystischen Morgan sah, dass sie nie Meisterin werden würde, hat er sie verlassen und die Zwillingstöchter mitgenommen. Ah, okay. Deswegen. Wie furchtbar. Er war Juwelier, weißt du? Und alles fügt sich zusammen. Schließlich hat er wieder geheiratet und da geschah es. Er beschloss, eine seiner Töchter zu uns in den Tempel zu schicken. Das war Iris, verstehst du? Unfassbar. Wenn Iris eine Zwillingsschwester hat... Ja, könnte es sein. Könnten Sie mir vielleicht noch etwas sagen, Schwester Bikini? Wie lautete der Name von Ihrer Schwester? Sag's. Also ich weiß es nicht. Tut mir leid, Phoenix. Der fällt mir nicht mehr ein. Ich weiß nur noch, dass Ihr Vater Juwelier war. Ja, aber das wissen wir. Also das ist jetzt ziemlich eindeutig. Nun, das ist immerhin ein Hinweis. Ein Juwelier. Vielen Dank. Sie haben mir geholfen, eine Menge Details zu klären, ja. Das war jetzt richtig heftig. Wie gesagt, dieser Fall hier führt alle anderen Fälle nochmal zusammen. Und wir haben so viele Dinge herausgefunden. Das ist echt der Wahnsinn einfach nur. Ja, und vielleicht war das wirklich so, dass halt das Pearl, weil ich meine, Pearl ist ja deutlich jünger als Iris und Dahlia. Und wahrscheinlich sind da halt die beiden schon mit dem, halt auf jeden Fall mit dem Vater mitgegangen. Und da war Pearl vielleicht noch gar nicht geboren. Und dann hat Morgan halt Pearl nie was davon erzählt, dass sie eigentlich noch zwei Schwestern sogar hat. Und deswegen weiß es Pearl wahrscheinlich auch selber gar nicht genau. Deswegen hat sie es auch nie erzählt, denke ich mal. Pearl hatte zwei ältere Schwestern, Ja, das stimmt. Alles geschah, weil die mystische Morgan Hass gegen die Hauptfamilie hegte. Hass? Was meinen Sie damit? Ihr Ehemann, ein Juwelier, hat ihr die Zwillingstöchter weggenommen. Aber auch das konnte ihren Traum, eines Tages den Clan zu führen, nicht zerstören. Aus diesem Grund bekam sie Pearls? Der Vorfall hier war wohl ein Ergebnis des Hasses, den die mystische Morgan hegt. Er konnte aus dem Gefängnis entweichen, in dem sie selbst gefangen ist. Iris hat also eine Zwillingsschwester. Jetzt wird es spannend. Aber diese Information ist nutzlos, wenn ich nichts Konkreteres finde. Ich muss noch mehr Fragen stellen, um weitere Infos zu bekommen. Okay, aber das dann erst beim nächsten Mal. Puh, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Puh, da muss ich erstmal auch wieder durchatmen. Richtig heftig einfach nur. Aber es ist tatsächlich mal doch das eingetreten, was ich schon so häufig gesagt habe, was einfach so viele Fragen auf ganz einfache Art und Weise klären würde. Nämlich das Zwillingsgeschwister-Argument. Und das haben wir jetzt hier tatsächlich, ja. Und anscheinend ist es auch wirklich so, weil ich meine, Morgan war ja auch schon ziemlich böse irgendwie, dass zumindest eine ihrer Töchter dann auch das pure Böse geworden ist. Das ist fast ein Wunder, dass die anderen beiden, Iris und Pearl, dann so normal und lieb und nett geworden sind, anscheinend. Aber ja, das erklärt es auch alles. Dann habe ich jetzt auch dadurch aber mehr Vertrauen zu Iris, das ist ganz gut, weil ich mir nie ganz sicher war, ob Iris nicht vielleicht doch Dahlia ist oder sowas. Aber jetzt habe ich wirklich großes Vertrauen in Iris, dass sie wirklich unschuldig ist und nichts mit dem Mord zu tun hat, weil das nämlich dann, wenn überhaupt, alles Dahlia war. Obwohl, ich meine, die ist ja eigentlich im Gefängnis, ne? Muss man auch wieder zugeben. Aber vielleicht ist die irgendwie ausgebrochen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibt es sehr, sehr spannend. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.